Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play VR. Wieder ein bisschen Sandbox-Action hier und da vorne seht ihr über meinem Kopf der Rex, der ist gerade umgekippt. Das war auch sehr geil. So, heute mal ein bisschen mit der guten Mutter, mit dem Maya. Ja, eigentlich mehr Opfer als irgendwas anderes. Aber auch lange nicht gespielt und wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen Abwechslung reinbringen hier ins Geschehen. Und ja, ich bin gespannt. Ich denke mal, jetzt wird wohl jeder versuchen, mich zu fressen, weil ich weiß gar nicht, was für eine Attacke haben wir. Wir haben die. Oh, guck mal, da kommt sogar ein bisschen Schnee raus da aus der Nase. Ja, kennen wir ja. Und nein. So, da vorne wird schon geschrien und wir gehen wieder provokant auf die Schreie zu. Und checken mal ab, was da jetzt geht. Weil ich glaube, so krass sind wir nicht. Aber wir sind verdammt schnell unterwegs, Leute. Und Stamina geht. Das ist okay. Wir müssen ja auch laufen, ne? Wir sind Läufer. Und eigentlich sind wir Opfer. Einfach richtiges Opfer. Wir checken das trotzdem mal ab, was er kann. Komme ich hier durch? Ja, easy. Wie beim Anflug auf den Todesstern kommen wir hier ganz einfach durch. Perfekt. Und schon haben wir den Kern erreicht. Und wir sind wieder an der gleichen Stelle. Ich wollte eigentlich zum Sumpf laufen, aber ich bin wieder hier gespawnt. Die Respawn-Zeiten betragen hier übrigens 13 Sekunden, was ich auch sehr angenehm finde. Und wir gehen jetzt mal beim Alu vorbei, weil eigentlich sind wir perfekte Beute für unseren Freund hier. Die haben den Alberto gekillt. Ja, nice. Schön. So, hallo. Und ja. Sieht alles noch recht friendly aus. Gucken, wann der erste anbeißt hier. Da ist irgendwas im Wasser. Ach, guck mal, der kleine Velo rennt hier immer noch. Kleinen Velo müsste ich eigentlich auch mal spielen, ne? Die sind ja immer live dabei und die killt einfach niemand. So, einfach mal hier so durchhuschen. Ja, es macht noch ein Stego ist ja auch dabei. Ach so, Leute, und es ist tatsächlich so, dass man die... Ach nee, Quatsch, ich habe vergessen, wir sind im Sandbox. Alles, vergessen, was ich gesagt habe. Alles gut, ich bin alt und verwirrt. So, ja, hier ist wieder eine schrecklich nette Familie unterwegs. Das ist mal eine schöne Herde. Wir schließen uns jetzt einfach mal wieder an. Hallo? Da, Spino. Ist das unser Spino, den wir angebolzt haben? Ich muss mal gucken, wie der aussieht. Er sieht aus, als wenn er gekämpft hätte. Guckt euch da, das ist bestimmt unser Spino. Greift er mich an? Nein. Ja, der hat ordentlich Blessuren. Ich glaube, das ist der, den wir angesnackt haben. Das ist nämlich noch gar nicht so lange her. Ich mache nämlich wieder eine Aufnahmesession, Leute. Und das kann der sein, den wir als Schand so böswillig verprügelt haben. Ja, der sieht nicht gut aus. Beißt er mich jetzt? Er hat Fressen hier. Aber ich glaube, hier an diesem See wird uns wohl niemand angreifen, weil es hier einfach genug Nahrung gibt. Das heißt, wir werden jetzt mal Richtung Sumpf laufen. Der hat uns auch nicht angebissen, ne? Okay. Doch, ich glaube, der... Ja, der hat was vor. Der hat was vor. Altern ist hier aktiv, okay. Der hat definitiv was vor. Der ist auf der Jagd. Aber ich glaube... Guck mal. Ah, das ist schon interessant, Leute. Guck mal. Wenn wir jetzt auch selber keine Action machen, können wir wenigstens... Aber ich glaube... Ich habe... wenig Chancen. Der ist doch, glaube ich, zu stark einfach. Ja, jetzt kriegt er auf den Sack. Jetzt kriegt er auf den Sack. Aber ich habe ein Beat. Schön, wie die Herde gleich kommt. Schön. Der hat ja echt versucht, mich zu snacken, Leute. Aber Alberto haben wir als Maya. Das sieht schlecht aus. Aber Leute, der Zusammenhalt hier auf dem Server. Zeig noch mal. Wow. Toller Server, muss ich mal so sagen.
Ich weiß gar nicht, ist das ein deutscher? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Server ist. Wenn einer von euch auf dem Server aktiv ist, ein Admin oder so, meine Videos zufällig guckt, dann schreibt das mal in die Kommentare. Also bis jetzt, muss ich sagen, gibt's ein Lob hier. Auch weil es hier keine Nacht auf dem Server gibt. Das ist ja nice. Und guckt mal, wie die mich alle beschützen, Leute. Das ist... Das im Sandbox. Im Sandbox. Ja, Liebe wird natürlich auch gemacht mit mir. Kann man so machen, ja. Ich weiß nicht, was dabei rumkommt, aber... Schön. Schön, ich habe mein Bleed verloren. So, und ich glaube, der Alberto, der... Pusht hier. Da hinten. Da, hinten schleicht er. Ich sehe ihn. Guckt euch das an. Da in der Büsche sitzt er drin. Der sitzt da in der Tanne drin. Ich habe ihn nämlich gesehen. Der wird, glaube ich, gleich nochmal attacken. Weil ich bin ja jetzt angerissen. Und auf jeden Fall hat er dann fair gespielt. Das muss ich ihm lassen. Er wird mich jetzt nämlich verfolgen und mich versuchen, hier von der Herde zu trennen, ne? So wie man das macht, so wie man das spielt. Aber der Zusammenhalt... Nice. So macht Sandbox nämlich Spaß. Und da vorne ist er. Da sitzt er, ich sehe ihn. Ja, Digga. Hat aber, glaube ich, auch auf den Sack gekriegt, oder? Ein bisschen hat er auf den Sack gekriegt. Aber der hat da irgendwas erlegt, ne? Irgendwas frisst er da. Schön. So, und wir sind kurz vorm Exitus. Vielen Dank, wenn ihr das Video seht. Danke schön. So, Nametags sind nicht aktiv hier auf dem Server. Das heißt, YouTuber-Bonus, glaube ich, habe ich gerade nicht bekommen. Weil die eigentlich meinen Namen hier nicht sehen können. Das heißt, es sind einfach nette Leute. So, Sumpf ist aber... Wenn ich da jetzt hinlaufe, ist die Folge auch schon vorbei. Ich würde sagen, da es hier gerade maximal interessant ist, bleibe ich einfach mal bei meiner Herde. Und wir gucken, was sich so ergibt. Weil, ja, wenn ich da jetzt hinlaufe, seht ihr nichts. Und ich quatsche die ganze Zeit. Oh, mein bloody Screen geht weg. Ah, guck mal hier, der Enki. Enki macht Banane. Das heißt, der Alberto ist immer noch im Jagdfieber hier. Aber er hat da was, oder? Oder er regeneriert. Er hat auf den Sack gekriegt. Du weißt ja nicht, wie viel Schaden ich ihm verursacht habe. Ich glaube nicht so viel. Lass mal dicke Lippe machen hier. Komm. So, ja. Ich hab's drauf halt. Ich bin halt so sweet. Man muss mich beschützen. Aber das mit diesem Alt-Turn nur im Stand ist so gewöhnungsbedürftig, Leute. Ich habe es versucht, wo ich den Kampf mit dem Alberto hatte, habe ich versucht, im Laufen den Alt-Turn zu machen. Und es geht natürlich nicht, weil es nur noch im Stand geht. Und ich bin aber so drauf eingespielt. Früher ging es halt in der fließenden Bewegung. Und das in den Kopf zu kriegen, das ist eine Riesenumstellung. Man muss stehen bleiben und dann halt... es ist kompliziert. Fairer, aber komplizierter. Ich würde den Alt-Turn ganz rausnehmen und dann ist gut. Ich würde dafür einbauen, dass die Dinos rückwärts laufen können. So ein bisschen minimal. Und dann hätten wir auch die Probleme nicht, wenn man an der Klippe steht. Dann brauchen wir den Alt-Turn nicht. Dann können wir ein Stück rückwärts laufen. Ne? Oder wenn jetzt jemand von vorne angreift, das Strike, dass das rückwärts laufen kann, würde ich sinnvoller finden. Damit man sich sauber zurückziehen kann, ohne dass man von hinten attackiert werden kann. Naja, vielleicht kommt es ja noch. So, laufe ich erstmal mit hier mit der Gruppe. Ja. Guck mal hier, die dicke Diablo hier vor uns. Irgendwo, und die Lofo ist hier auch, habe ich gerade gehört. Aber die Lofo sollte für uns kein Problem sein. Ja, na gut, Maya ist so ziemlich das größte Opfer, was es gibt, glaube ich. So, ich folge jetzt einfach mal. Wir haben noch, 10 Minuten haben wir noch. Ich guck mal, wo uns der Weg so hinführt. Nahrung ist voll, Wasser ist voll. Das gefällt uns. Enki ist auch geil, wenn der nicht so lahmarschig wäre. Ich finde den ja mega cool. Den hatte ich damals im Stream auch gedaddelt. Und der bolzt schon ordentlich rein.
Also ein Carlo, bam, und weg. Weggenatzt ist er, ne? Ich glaube, nach einem Hit oder nach zwei Hits liegt er auch schon direkt auf der Seite. So, ich habe das Gefühl aber, dass wir verfolgt werden. Irgendein Raubtier wird uns garantiert verfolgen. Das schwöre ich euch blank in der Hand. Aber spannend. Sandbox macht doch wirklich seit langem mal wieder richtig Laune hier. Mit den richtigen Leuten ist das immer ganz cool. Schöne bunte Gruppe. Sehr schön. So, hier Pullerpause. Hallo? Wir machen Pullerpause. So, jetzt wird es langsam wieder dunkel. Ich denke, der Server wird gleich wieder auf hell switchen. War ziemlich fließender Übergang, muss ich sagen. Gefällt mir auch sehr gut. Dass die gar nicht erst warten, bis es dunkel wird, sondern eher die Sonne so ein bisschen untergegangen ist und dann wird gleich wieder auf früher Morgen geswitcht. Oder das passiert hier mittlerweile automatisch, weil die Nacht nervt einfach jeden mittlerweile. Jeden. Ne, was mir gefallen würde, so vielleicht eine halbe Stunde Tag und 10 Minuten Nacht, das reicht. 10 Minuten würde ich mir noch gefallen lassen. Oder 5, eigentlich reichen auch 5 Minuten. Was sagt ihr? Schreibt das mal in die Kommentare. So, ich habe keine Ahnung, wo es jetzt hingeht. Aber ich habe in dem Wald hier... Oh Gott, Entschuldigung. so. kriege ich so ein bisschen Beklemmung. Aber was ich sagen muss, wenn ich jetzt hier so die Bäume lang flutsche, der Maya kommt gut durch. Die anderen Viecher bleiben meistens alle hängen. Ist mir mal so aufgefallen, dass die Fleischfresser in den Bäumen hängen bleiben. Ich bin auch mit dem Schand vorhin, bin ich auch gut durch die Bäume gekommen. Vielleicht ist das Absicht so? Ich glaube es nicht, wird ein dummer Zufall sein. Aber guck mal, ich kann mich hier am Baum, wenn ich gegen den Baum laufe, bleibe ich nicht hängen. Er drückt sich dran vorbei. Seht ihr das? Und mit jedem Fleischfresser bleibt man am Baum hängen. Ist vielleicht auch so gedacht? Ja, eigentlich glaube ich es nicht. dass man besser fliegen kann, quasi. Dass die Fleischfresser immer noch so ein bisschen hängen bleiben. Aber so fair ist Donny, glaube ich, nicht. Glaube ich, dass er über sowas nicht nachdenkt. Okay, anderes Thema. Ist das ein Pachy gerade gewesen? Ach nee, das war das andere Viech. Okay. Müssen wir jetzt Nachtsicht anmachen? Ach, sieht das kacke aus. Na komm, switch um, switch um. Es wird langsam dunkel. Ich hoffe, ihr könnt noch was erkennen. So, was machen die jetzt hier? Jetzt hat keiner mehr einen Plan. Wir laufen einfach mal den Berg hoch. Berg, scheiße. Wir gehen woanders hin. Ich meine, ich habe noch genug Futter und Wasserreserven. Mir ist das Banane, aber... Wenn ich jetzt alleine zurückgehe, bin ich tot. Ich glaube, der Alberto wartet nur auf seine Chance, mich jetzt endlich zu snacken. So, was heißt das jetzt? Sind alle... Oh. Alle Game Over jetzt irgendwie. Guck mal, das ist doch hier ein Nahrungsbusch, oder? Ich weiß, der Busch hat Beeren dran. Ja, hier ist er, genau. Guck mal, wie er frisst. Oh, ist das sweet. Nom, 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 nom. Da wird da Liebe gemacht, da oben. Ja, was ist das? Ach Gott, das sah eben gerade aus wie ein Alberto. Das ist der, ja, hier, der Toran. Oder? Ist da was Böses? Nee. Der Para, genau. Das ist der Para. Der sah eben so aus, hier hinten der Schwanz. Das sah gerade aus wie vom Alberto, obwohl... Meiner da so fast so aussieht. Ich wollte gerade wieder irgendwas mit Schwanz sagen, aber deshalb kam ich jetzt gerade so ins Stocken. Was sage ich jetzt? Was darf ich sagen? Was ist jugendfrei? Und naja, ich mache mal die Nachtsicht an. Hoffe, dass er bald umswitcht. Also scheint das doch jemand manuell zu machen. So, sonst seht ihr, glaube ich, auf YouTube nichts mehr, wenn ich jetzt die Nachtsicht nämlich ausmache. Vielleicht lassen sie jetzt auch die Nacht geschehen, was ich aber nicht glaube. So, und wo gehen wir jetzt hin? Das große Tal suchen, oder was? Wo ist Littlefoot? Alle sind hier.
Ja, wir folgen. Ich weiß zwar niemand, wo es hingeht, aber... Da oben scheint noch ein Wasserloch zu sein. Ja, ich glaube, ich weiß auch, wo wir sind. Ja, die werden sich ja... Oh! Das war jetzt dumm. Ich habe mich jetzt mal abgespalten von der Gruppe. Ich glaube, hier oben ist noch Wasser. Ja, ich kann mich erinnern. Da gehen wir jetzt einfach mal hoch, weil Folge ist eh gleich vorbei. Ach, jetzt wird geswitcht. Jetzt wird geswitcht, Leute. Perfekt. Und wir gucken mal, dass wir hier noch ein bisschen Banane machen, ne? Habe ich mich jetzt so verschätzt? Hier war doch ein Wasserloch, oder? Aber hier könnten, glaube ich, das... könnten Flüsse sein nachher. Hier ist doch kein Wasser. Hier ist nur AI? Hallo? Hänge ich jetzt... Nö, ich hänge nicht fest. Okay, ich habe jetzt ganz fest damit gerechnet. Ach du Scheiße, Qualität. Wo bin ich, Leute? Wenn ich da jetzt runterfalle, wie hoch bin ich denn? Einfach mal den Berg hochgelaufen. Die Gruppe ist weg. Kann ich mit dem... Kann ich jetzt... Nö, der hat... Aber er hat gerade... Da ist das Wasser. Er hat gerade eine Sniffle-Aktion gemacht. Okay, dann weiß ich jetzt, wo die hinwollen. Aber ich werde es jetzt eh nicht mehr schaffen, da hinzulaufen. Oder? Wenn wir jetzt straight, ohne uns das Bein zu brechen, hier so durchflitzen, könnten wir das da unten ans Wasser schaffen. Guck mal. Easy. Seit wann kann denn der Maya... Gibt's den Maya? Ach, die gibt's ja im Survival, ne? Stimmt, der ist ja im Survival verfügbar. Das heißt, der kann ja sniffeln. So, noch haben wir dabei nicht gebrochen. Und wir, hier vorne müsste das Wasser sein. Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Stamina ist eh gleich alle. Vielleicht dienen wir noch jemanden als Futter. Wir sind hier ganz allein. Okay, das ist dieser kleine Tümpel, der eigentlich für einen Stream mal ganz interessant ist hier, Leute. Hier ist AI in der Nähe. Und hier haben wir einen kleinen Teich. Wo niemand ist. Ja, gut, Leute. Dann würde ich auch sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Das war euer Martin. Tschüss.